Heil Herr Ser. Ich glaube, viel werden die nicht mit uns reden. Nein. Der schläft, okay. Produktiv bei der Arbeit. Hey, du. Willst du dich etwa verpflichten, Nordling? Nö, ich höre mich nur um. Was willst du? Ich höre mich um. Was willst du, Vagabund? Gut, die sind alle nicht so sehr gesprächig. Du vielleicht. Oder du? Das sind jedenfalls nicht von mir. Was schaust du denn an? Die wackelnden Bäume oder was? So, ich möchte mal ganz kurz... Nein. War das... Hier? Um eine bestimmte Zeit lang auszuholen, willst du mit L eine Uhrzeit auf dem Ziffernblatt und drückst A. Ich möchte gerne mal, dass wir wieder ein bisschen was sehen hier. Kann ich... Okay, so kann ich das auch machen. Hier, Sonnenaufgang. Weil ansonsten sieht man überhaupt nichts von der schönen Gegend. Das sieht doch schon besser aus. So, wir sollen zum Turm. Das hier sieht aus wie ein Turm. Handwerker können hier verschiedene Gegenstände anfertigen. Gegen eine Entlohnung, versteht sich. Waffenschmiede schmieden Waffen. Rüstungsschmiede stellen Rüstung her. Wenn du ein Handwerksschema findest, gib es zu einem Handwerker, der die richtige Sorte und Fähigkeitsstufe hat. Da fehlt ein Hat, oder? Bring es zu einem Handwerker der richtigen Sorte. Achso, nee, doch nicht. Damit er den Gegenstand anfertigt. Du bist also ein Rüstungsmeister. Hallo? Losung? Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vom Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort. Im Scherzen bist du gut. Und im Feilschen? Kannst du das auch? Das weiß ich nicht genau, weil ich nur einmal fälschen musste. Zeig mir, was du anzubieten hast. Zeig mir deine Waren. So, der Herr, was haben Sie denn? Nützliches... Achso, wir müssen ja rüber. Waffenreparaturset. Blei. Der hat aber keine... Ich würde lieber Rüstung kaufen. Wo ist der? Ach, da. Das ist eine Spitzhacke, die brauchen wir nicht. Kurzschwert aus Stahl. Wir machen Schaden plus 7 mehr als jetzt. Ein Feuerhaken. Sekundärwaffe. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt schon lohnt, neue Waffen zu kaufen. Aber 7 Schaden mehr ist eigentlich schon gut, oder? Das Silberschwert ist schlechter. So, einfach mal, habe ich mir gegönnt. Wobei ich gerade sehe, wir hatten schon so eins, kann das sein? Ein temerischer Dolch. Dolch, Entschuldigung. Diese merkwürdige Klinge. Ein Schwert, Jägerstiefel, Kurzschwert aus Stahl. Welches haben wir gerade gekauft? Mist. So, ich gehe mal hier raus. Ja, bis dann. Bis dann. So, bevor ich jetzt da hochgehe, nochmal ganz kurz in das Inventar. So. Wir haben viele Stahlschwerter. Mit dem hier machen wir mehr Schaden. Das ist das, was am meisten Schaden gerade macht. Ja. Okay, die anderen kann ich also verkaufen. Theoretisch. Hi. Hallo, red nochmal mit mir. Willst du spionieren oder feilschen? Eigentlich möchte ich Sachen verkaufen. Zeig mir deine Waren. So, das mache ich einfach alles weg. Rüstung hat er jetzt gar keine mehr. Da tut er sich als Rüstungshändler ausgeben, oder war das überhaupt einer? Ich habe gar nicht richtig hingeguckt. Ich glaube, der war doch ein Waffenhändler. Bis dann.
Ja, doch, der war doch für Waffen. So, mal sehen. Hallo. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temerier haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Hat er gut erkannt. Ja, das kann ich nicht leugnen. Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Wattgern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es, was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Machen wir. Ich habe eigentlich schon darauf gewartet, dass wir die Aufgabe bekommen. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche mehr Informationen über den Greif oder ein bestimmtes Kraut. Ich wüsste nicht, was wir mit dem Kraut anfangen sollen. Deswegen sage ich mal, wir brauchen Informationen über den Greif. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nichts sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit, aber auch ein bisschen seltsam. Seltsame Menschen machen mir nichts aus. Okay, wir hätten doch beides nehmen können, also brauchen wir zufälligerweise auch noch ein bestimmtes Kraut. Ich brauche einen Köder, ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geht zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. So, bis dann. Tumira und Mislav. Danke. Esorn Jagten. Ja, danke schön, Esorn Jagte. Wenn deine aktuelle Quest mehr als ein Ziel besteht, kannst du durch R drücken, um ein anderes Ziel zu verfolgen. Aha. Okay, mir scheint, als wäre der gute Herr, wie hieß er gleich? Okay, einfach nur Offizier. Als wäre der gute Herr Offizier in Wirklichkeit ein Offizier. Und wir haben ja vorher gesehen, dass er zu dem Bauern gesagt hätte, er wäre auch einer. Ich glaube, das war einfach nur eine Lüge, weil er gerade gesagt hat, halt, ich bin doch schon durch. Hör auf zu heulen. Das ist alles, glaube ich, einfach nur eine Masche und ein Spiel. Jetzt lauf doch hier mal lang, Mann. Dass er mehr Vertrauen bekommt. Schnellreise. Aha. Wegweiser ermöglichen dir direkt von einem Ort zum anderen zu reisen. Nähere dich einem Wegweiser und drücke A. Aber eigentlich reise ich nicht so gerne schnell, vor allem hier nicht, weil es hier sehr schön aussieht.
Brigade gehört. Na los, komm her, Plötze. Ach, ich erkenne dein Problem. Du hast deine Hufe gewaschen und willst nicht aufhören. Okay, dann frage den Jäger nach dem Fundort der Leichen oder zuerst zur Kräuterfrau. Ich gehe, glaube ich, zuerst zur Kräuterfrau, weil ich hoffe, dass wir da nicht so viel kämpfen müssen erstmal. Aber ich bin auch noch am Überlegen, ob wir... Oh, schön ein paar von diesen komischen Wasserviechern. Ich glaube, bevor wir dann erstmal wirklich zu der Quest aufbrechen, möchte ich eventuell erstmal das versuchen mit dem... hallo? Wo ist der hin? Würde ich vielleicht gerne erstmal versuchen, das mit der Brunnenfrau. Nein, ich muss erstmal wieder reinkommen. Da kommt doch, glaube ich, noch einer, oder? Hey du! Nein! Ach, verdammt! Ja, das ist auch ein gefährliches Mädchen, weiß ich auch. Da haben wir den Bauch aufgeschlitzt und das Vieh schön weg. Die sind schon hässlich. Gut, aber sie sind ja jetzt tot. Das ist kein Problem mehr für uns. Komm her, du Kraut. Mal ein bisschen Erfahrung gesammelt. Dann snack ich mal schnell ein Backkartoffelbrot. Ach nee, ist nur eine Backkartoffel, kein Brot. Und Plötze. Komm her, Plötze. Na also. So, wir reiten mal weiter zur Kräuterfrau. Nicht hängen bleiben im Baum. Langsam. So, ich lasse den mal automatisch reiten, da können wir uns ja noch ein bisschen umgucken. Entschuldigung, die Herrschaften. Ich schieb euch gleich ab. Hey, hilf einem anderen Reisenden. Okay. Huch, nein, nicht springen, absteigen. Was ist los? Lass dir helfen. Ein Kaufmann. Guten Tag. Was ist passiert? Monster! Monster aus dem Sumpf! Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nun davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexakodex und so. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen, aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an. Natürlich mache ich das. Der Typ sieht voll niedlich aus. Gut, ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Da hatte so ein rundes Gesicht. Das war irgendwie niedlich. So, wir gucken erstmal nach, wo der Wagen von der Straße abgekommen ist. Okay, ist egal. Ist beides hier. So, hier haben wir etwas. Sind die entflammbar? Moment, ich muss wieder erst die richtige Taste finden. Oh ja, die sind entflammbar. Okay, jetzt wissen wir das auch. Oder vielleicht wurde das auch schon mal irgendwo erzählt. Hier sind noch Spuren. Sie führen in den Sumpf. Da hinten sehe ich etwas. Ich mache erstmal das Viehblatt, bevor wir... Oder auch nicht, das ist ja doch gar nicht so nah, wie ich dachte. So, die Spuren führen hier nach hinten. Okay, wir waren eh schon auf dem richtigen Weg.
Da sind die Viecher. Ich mach die doch erstmal weg. Die sind nämlich. Moment, Moment. Ah, okay. Nein, ausweichen. Ich muss unbedingt mehr ausweichen. Das ist ganz wichtig. Ich muss mich erst wieder dran gewöhnen. So, wo ist dein Kumpel? Da waren noch zwei. Doch nicht. Ich dachte, hier wären zwei gewesen. So, hier ist der Wagen. Wo? Ach, hier. Oh, das arme Pferd. Was haben wir hier? Irgendwelches Wasser? Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Interessant. Ich sollte mich umsehen. Mit Pfeilen? Der Wagen so, ist einfach mit Pfeilen einsammeln. Gespickt. Ja, ich weiß. Hast du doch schon vorgelesen. Stimmt. Also war es ein Überfall. Das Pferd hat auch einen Pfeil. Ein Pfeil? Den hat er nicht erwähnt. Da liegt jemand Totes. Direkt ins Genick. Guter Schuss. Entweder hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder er lügt. Oder er wusste nichts davon. So, irgendwo hier muss noch diese kleine Schachtel rumliegen. Hier entfernen wir uns. Da oben habe ich gerade gesehen, da steht, wie weit wir noch entfernt sind. Ach, wie wär's mit dieser Schachtel? Huch. Das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat. Mit Blut bespritzt. Menschenblut. Okay, hier ist definitiv was anderes abgelaufen, als er uns erzählt hat. Mal sehen, was er jetzt dazu zu sagen hat. Oder ob er überhaupt was dazu zu sagen hat. Vielleicht wusste er wirklich nichts davon, was da hinten passiert ist. Da steht ein neues Pferd. Stand das gerade eben auch schon da? Oh, und? Hast du die Schachtel? Ich frage mich, wenn wir sie ihm jetzt geben, können wir ihn trotzdem noch ausfragen? Wir haben ihn durchschaut. Eigentlich ja nicht, aber ja, egal. Ich habe deine kostbare Schachtel gefunden. Und dazu jemanden, der verdächtig nach einem Kutscher aussieht. Mit einem Pfeil im Hals. In diesem Sumpf gibt es keine Dryaden. Und Ertrunkene und Wasserweiber verschießen keine Pfeile. Da es keine weiteren Verdächtigen gibt, schätze ich also... Vorsicht! Hinter dir! Hinter mir ist nichts. Ich bin ein Hexer. Ich hätte es gehört. Wie ich dein Herz höre, das klopft. Wie das eines Lügners. Du solltest hoffen, dass du besser reitest, als du lügst. Müssen wir ihn jetzt verfolgen? Auf dem Pferd. Oh ja. Aua, ich bin... Au, verdammt. Schneller. Erstmal voll ins Feuer erstmal gelaufen. So, können wir hier so Abkürzungen nehmen über Nichtwege? Da wollte ich gerade heimlich was trinken. Ich habe ihn gar nicht getroffen, aber okay. Ich muss ihn hier wegbringen. Wir haben ihn doch gar nicht getroffen. Vor der Wahrheit kannst du nicht davonlaufen. Nicht mal davon reiten. Also, wer bist du? Und warum hast du den Wagen angegriffen? Obergefreiter Hans Germer. 6. Temerische Division, 2. Regiment. Entlassen. Aber noch aktiv. Im Untergrund. In den Wäldern. Das war ein Medikamententransport. Ich will verdammt sein, wenn er die Schwarzen erreicht. Das Medikament... Unsere Jungs können das auch gebrauchen. Wir haben viele Kranke. Jetzt lass mich gehen. Dann überleben sie vielleicht und können für einen freien Norden kämpfen.
entscheiden, wer das Medikament bekommen soll. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, oder ich weiß nicht, ob wir es jemals wirklich wissen werden, wer in diesem Kampf oder in diesem Krieg jetzt der Böse ist. Weil wer in so einem Kampf der Böse ist, hängt ja immer von den Sichtweisen ab und vom Standpunkt. Die Frage ist, ob die Nilfgaarder genauso dringend das Medikament brauchen. Aber der Typ sieht so niedlich aus. Wir lassen ihm die Medikamente. Die Nilfgaarder müssen ja gar nicht erfahren, dass es geklaut wurde. Die können das einfach nochmal neu bestellen. Bitte, geh. Du und deine Kameraden, die sich in den Büschen verstecken. Hoffentlich seid ihr gegen Nilfgaard siegreich. Du hast einen üblen Humor, aber du bist anständig. Hier, das versprochene Gold. Verwende es klug. Trink auf die silbernen Lilien und auf Volltests Andenken. Da spawnt sich ein Pferd in unserem Kopf. Huch, da sind wir einfach durch das Pferd durchgerutscht. So, wir gehen ja zuerst zu der Kräuterfrau. Die scheint aber hier im Dorf zu wohnen. Entschuldigung, Plötze. Lauf einfach hier irgendwo im Gebüschtrupp rum. Sei glücklich und frei, bis ich dich widerrufe. Und du? Hier sehe ich schon. Vom Bösen erlösen? Wer ich? Die wilde Jagd ist stets ein Vorbot. So, ich habe ja schon gesehen. Überall die Kräuter. Wir sammeln erstmal auf, bevor wir reingehen. Die Kräuterfrau. Es pflanzt ewig lang hier an, dass alles so schön wächst. Da kommt einmal ein Hexer vorbei und nimmt sich einfach alles. Also die ganze Arbeit, die hat vielleicht über Jahre hier so angepflanzt, dass es die richtigen Wirkungen hat, die Pflanzen an sich, und dann kommen wir vorbei und pflücken einfach alles. So arbeitet man doch gern. Störe ich? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die rote Blüte. Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Für wen? War das der Greif? Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg? Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Ich könnte versuchen, ihr zu helfen, aber wie? Also, ist ja ehrenhaft und wir machen es natürlich auch, aber wie will er das tun? Ich könnte versuchen, ihr mit einem meiner Tränke zu helfen. Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber? Hexertränke sind nichts für Menschen. So stirbt sie auch. Ja, einen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt. Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Also sollen wir jetzt machen oder nicht? Moment, ich muss mich hier ganz kurz umsetzen. Eventuell hört man das ein bisschen. Das finde ich immer etwas störend, aber egal. Also helfen wir jetzt oder nicht? Also ich denke schon, dass wir helfen, aber gut. Wir brauchen Kreuzdorn. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter Saar so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Nilfgaard mag Orten. Ich glaube, dass
Das ist die Wahrheit. Ich glaube nicht, dass dem Hauptmann Peter sah und so wirklich was an den Leuten liegt. Nilfgaard schätzt eines. Ordnung. Der Greif stört sie, also muss er weg. Ja, erst werden sie sich um die Monster kümmern, dann um die Leute. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit. Zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Denke ich auch. So, auf dem Sterbebett, das möchte ich gerne zuerst machen. Ich muss mal gucken, wie das mit den Tränken herstellen funktioniert hat. Ich glaube, das war... Nein. War das nicht irgendwo beim Meditieren? Nein. Vielleicht bei der Alchemie, das wird es wahrscheinlich sein. Mal sehen. Wir müssen... Ist das hier überhaupt mit dem Zubereiten? Tränke, jawohl. Für Schwalbe. Zutaten fehlen. Kann ich da nicht sehen, was uns fehlt? Ach doch. Oder? Zwergenschnaps. Schöllinggrau oder sowas und Ertrunkengehirn. Davon haben wir definitiv genug. Das da fehlt uns noch. Die Frage ist nur, wo finden wir sowas? Finden wir das vielleicht bei ihrem Garten? Das wäre ja praktisch. Das ist es nicht. Ich gucke mich einfach mal um. Was hat sie denn so? Spitzwegerich, wenn ich das richtig lesen konnte. Irgendwelches Wasser. Noch mehr Wasser. Das sieht aus wie ein Löwenzahn oder Pusteblume. Nein. Das war's hier auch schon. Das ist es auch nicht. Vielleicht diese große Blume. Ich glaube, das war es auch nicht, oder? Ich habe mir wieder mal nicht gemerkt, was wir überhaupt gebraucht haben. Sollte ich vielleicht aber mal tun. Es wäre bestimmt von Vorteil zu wissen, was man überhaupt sucht, wenn man etwas sucht. Ich guck einfach nochmal. So, Alchemie. Tränke. Hier, Schwalbe. Dass man nicht sehen kann, wo man das findet oder so. Schöllkraut. Wir haben ja schon mal irgendwo was finden müssen davon. Ob wir vielleicht bei ihr was davon kaufen können? Ich meine, die ist eine Kräuterfrau. Hey. Ja? Kann ich bei dir... Genau. Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Oh, das ist aber viel. So, mal sehen, finde ich hier dieses Krautzeug. Na also, Schöllkraut. Ich glaube, wir haben 5 gebraucht, oder? So, dankeschön. Erzählst du mir deine Geschichte? Na komm. Erzähl mir etwas von dir. Vielleicht deine Geschichte. Sie ist traurig. Kennst du den Tempel der Melitele in Elanda? Ob ich den kenne? Ich weiß nicht, wie oft ich dort war, um mich von Mutter Nenneke zusammenflicken zu lassen. Dann haben wir uns wohl verpasst. Ich habe bei Mutter Nenneke die Heilkunst studiert. Ich war erst 18, als sie mich aufnahmen. In diesem Alter ist die Liebe viel interessanter als irgendwelche Lehren. Da war ein Junge, Goslav. Er arbeitete mit nacktem Oberkörper.
Die Novizinnen konnten die Augen nicht von ihm lassen. Sie stolperten über ihre Füße und ließen alles fallen. Ich verließ den Tempel für ihn. Wir verbrachten einen herrlichen Sommer zusammen. Und dann ging er fort. Nenneke weigerte sich, mich wieder aufzunehmen. Meine Eltern sagten kein Wort. Sie gaben mir nur einen Reiseumhang und eine kleine Geldbörse. Ich kämpfte lange, um einen Ort zu finden, an dem ich mich sicher und nützlich fühlte. Bis ich hier ankam. Ende der Geschichte. Naja, so traurig war die jetzt ja nicht. Leb wohl. Wir können jetzt, nicht rumhüpfen im Haus. Wir können jetzt alchemistisch... Ja, ich weiß doch, wie das funktioniert. Wir waren doch hier schon ungefähr 5-mal hier. Vielleicht sollte ich doch mal das Tutorial-Ding ausschalten. So. Ja, ich weiß, das kann ich gleich öffnen. Wir haben den Zaubertrank. Ja?